herzlich willkommen im Deutschen Marinemuseum zu einer neuen Folge unserer Videoführung. Man kann es an meiner Frisur unschwer erkennen. Corona hat uns nach wie vor schwer im Griff. Und ein Objekt, das seit über einem Jahr Corona-bedingt nicht mehr zu besichtigen war, ist das Unterseeboot U10 der 205er-Klasse, das wir deshalb heute mal etwas stärker in den Blick nehmen wollen. 1960 bestellte die Bundesmarine neue Unterseeboote. Amagnetisch sollten sie sein. Diese Forderung stellte die Industrie vor besondere Herausforderungen. Die ersten vier bestellten Unterseeboote wiesen erhebliche Stahlprobleme auf, waren im Grunde genommen nicht tauchfähig. Man modifizierte die Entwürfe, doch auch die ersten vier Boote dieser Klasse waren im Grunde genommen nur eingeschränkt einsetzbar, sodass schließlich die Boote U9 und folgende die ersten wirklich voll einsetzbaren Unterseeboote der Bundesmarine waren, zu denen eben auch dieses Boot gehört, gebaut bei den Howaldtswerken in Kiel zwischen 1965 und 1967. Dort in Kiel an der Ostsee war das Boot auch bis zu seiner Außerdienststellung im Jahr 1993 beim 1. U-Boot-Geschwader stationiert. Aufklärung und Abwehr gegnerischer Einheiten waren die Schwerpunktaufgaben dieser Unterseeboote in der Ostsee. Zusätzlich konnten sie, weil sie auch eine Minenverlegekapazität besaßen, auch für Sperraufgaben herangezogen werden. Nicht nur der amagnetische Stahl dieser Boote war ein Novum seiner Zeit. Neu, zumindest im Vergleich zu den früheren Unterseebooten, die wir aus der Videoführung durchs Haus kennen, aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, war, dass es sich bei diesen Booten tatsächlich um echte Unterseeboote handelt. Man sieht das sehr gut an der Rumpf- und Bugform dieses Bootes, gleichsam wie ein Walfischkopf oder wie eine Zigarre geformt, ist das Boot von seiner hydrodynamischen Form eben primär für die Unterwasserfahrt optimiert, während die Unterseeboote des Ersten und Zweiten Weltkriegs eigentlich eher Tauchboote waren, die im Grunde genommen über Wasser operierten und nur für den Angriff oder für militärische Operationen tauchten. Das Unterseeboot U10, vor dem wir hier stehen, ist ein vergleichsweise kleines Unterseeboot mit einer Verdrängung von 450 Tonnen im aufgetauchten, 500 Tonnen im abgetauchten Zustand. Das ist einerseits dem Einsatzbereich Ostsee, einem relativ engen Gewässer, das zu den Randmeeren zählt, geschuldet. Das ist aber auch den Rüstungsbeschränkungen geschuldet, die man der Bundesrepublik Deutschland zu Beginn der Gründungs- oder in der Gründungsphase der Bundeswehr auferlegt hat. Wir müssen zurückdenken, noch 15 Jahre vorher hatte Deutschland gegen seine nunmehrigen Bündnispartner Krieg geführt. Natürlich war hier noch ein gewisses Misstrauen zu spüren. Die Hauptbewaffnung der Unterseeboote war und ist der Torpedo. Wir sehen hier ein Übungstorpedo DM3 bzw. Mark 37, so heißt das amerikanische Vorbild dieses Torpedos, den das Boot in einer Anzahl von maximal 16 Stück mitführen konnte. Über mir sehen wir die 8 Mündungsklappen der Torpedorohre. In jedem Rohr konnten maximal 2 Torpedos mitgeführt werden. Dieser Torpedo hat ein Gewicht von etwa 650 Kilo, 150 Kilo Sprengstoff mit einem Aufschlagzünder, eine Reichweite von etwa 8 Kilometer und eine Unterwassergeschwindigkeit von 24 Knoten. Wir gehen nun gemeinsam an Bord und schauen uns einmal an, von wo aus dieser Torpedo im Innenraum verschossen wurde. Ja, wenn man U10 betritt, landet man als erstes im Bugtorpedoraum. Die Torpedos, die wir eben gesehen haben, wurden aus diesen 8 Torpedorohren verschossen. Insgesamt konnte man von den Mark 37 mit deutscher Bezeichnung DM3 Torpedos maximal 16 Torpedos
mitführen. Das heißt, pro Rohr zwei Torpedos. Geladen wurden sie von vorne. Ein Nachladen in See war also nicht möglich. Es handelt sich um sogenannte Ablauftorpedorohre. Das heißt, der Torpedo wird nicht mit Druckluft ausgestoßen, sondern läuft erst im Rohr raus und nimmt dann Fahrt auf. Hintergrund dieser Technik ist, dass der Druckluftausstoß eines Torpedos natürlich eine Blasenbildung verursacht, die schwer in den Griff zu kriegen ist und die droht, das U-Boot beim Schuss zu verraten. Deshalb diese Ablauftorpedorohre. Alternativ konnten in einem Torpedorohr drei Grundminen verstaut werden oder man konnte auch in dem Torpedorohr zwei Kampfschwimmer unterbringen, die Kopf an Kopf im Rohr lagen und dann vorne über die Mündungsklappen aus dem getauchten U-Boot ausstiegen. Direkt unmittelbar gegenüber vom Bugtorpedoraum sieht man den Wohn- und Schlafraum der fünf Porte-P-Unteroffiziere. Porte-P-Unteroffiziere, das sind die lang dienenden Unteroffiziere, die Erfahrungsträger an Bord. Zählt man die Zahl der Kojen, zählt man nur vier Kojen. An einer steht zusätzlich noch Smoot-Koje, das heißt der Smoot, der Koch an Bord, war auch in diesem Bereich untergebracht. Also sechs Personen mussten sich diesen Bereich teilen. Das Boot wurde im Zweierwachrhythmus gefahren, das heißt die Hälfte der Crew war immer wach, die andere Hälfte hatte wach frei. Lediglich der Koch und der Kommandant waren von diesem Wachrhythmus ausgenommen. Aufgrund der Enge an Bord stand, wie eben geschildert, nicht für jeden eine eigene Koje zur Verfügung. Über mir sehen wir zwei große rote Handräder zur Tauchzellenentlüftung. Das U-Boot taucht ja, indem Tauchzellen mit Seewasser gefüllt werden, dadurch das Boot schwerer wird oder zum Auftauchen eben dieses Seewasser wieder mit Druckluft ausgeblasen wird. Dies wird über diese Handräder gesteuert. Unter mir sehen wir unter einer ziemlich abgetretenen Glasplatte die Batterien, die sich unter dem gesamten Bootsboden, unter den Flurplatten verbergen. Diese Batterien enthalten die Energie, die man benötigt, um den elektrischen Antrieb anzutreiben. Sie werden geladen durch die Dieselgeneratoren, die sich ebenfalls im Heck des Bootes befinden. Sie sind in drei Abteilungen über das gesamte Boot verteilt. Über den Batterien konnte man mit einem Wartungswagen entlangfahren, um notwendige Wartungsarbeiten vorzunehmen. Von hier aus gehen wir gleich vorbei am Schlafraum der Unteroffiziere in die Operationszentrale, gleichsam das Hirn des Bootes. Wir befinden uns hier in der Zentrale. Von hier aus wird das Boot gesteuert. Direkt gegenüber von dem Platz, auf dem ich hier sitze, befindet sich das Seitenruder. Der Seitenruder-Steuerstand dient dazu, die Fahrtrichtung Backbord-Steuerbord zu steuern. Daneben ein Kompass, wie man das von allen Überwassereinheiten kennt. U-Boot-typischer sind diese beiden Steuerstände, die wir hier sehen. Das sind die Tiefenruder-Steuerstände für das vordere und hintere Tiefenruder. Darüber die Tiefenmesser. Das Boot hat eine Nenntauchtiefe von 100 Metern. Hier zwischen sieht man eine Anzeige, das ist der sogenannte Papenberg. Diese Anzeige dient dazu, um bei Seerohrtiefe, bei niedrigen Tauchtiefen das Boot auszutarieren. Man konnte damit sehr feinfühlig das Boot eben steuern. Bei höheren Fahrstufen über 8 Knoten übrigens wurde nur das achtere Tiefenruder, das von diesem Steuerstand bedient wurde, benutzt. Auffällig hinter mir dieser rot-grüne Tannenbaum, das Reich des zentralen Marten. Hier wird die Trimmung verwaltet, also das Aussteuern der jeweiligen Regelzellen wird hier durch entsprechende Ventile geregelt, die je nach Betriebszustand offen oder zu sein müssen. Darauf weisen die Farben Rot und Grün hin. Je nach dem Medium, das die Leitungen führen, haben die Ventile unterschiedliche Formen. Diese zahnradartig geformten Ventile
sind die Luftleitungen. Hier unten mit diesen knebelartigen Griffen sind die Seewasserventile. Diese unterschiedlich geformten Ventile dienen dazu, dass man anhand der Haptik auch bei Lichtausfall eine Orientierung bekommt, um welches Medium es sich handelt. Denn diesen zentralen Baum, diese zentralen Verteilung, musste man halt auch in Krisensituationen im Dunkeln bedienen können. Wir wollen jetzt die Operationszentrale in Blick nehmen, also den Bereich, in dem das Boot als Waffensystem eingesetzt wird, der Waffeneinsatz gesteuert wird und das Boot navigiert wird. Ich stehe hier am Fuß der Leiter, die auf die Brücke im Turm hinauf führt. Zu meiner Linken befindet sich die Kommandantenkoje, nur durch einen Vorhang abgetrennt von der Feuerleitanlage hier hinter mir mit dem Sichtbildschirm, auf dem die taktische Lage dargestellt wird, also die Eigenposition, die Position des Zieles. Wir sehen hier 8 Kippschalter für die Torpedorohre, die entsprechend über diesen Wahlschalter angewählt werden können. Und dann kann man hier verschiedene Einstellungen vornehmen für Kurs, Peilung, Entfernung. Und hier unten befindet sich der Fußschalter für den Torpedoschuss. Direkt daneben befindet sich das Seerohr. Auf Seerohrtiefe bis zu 10 Meter kann das Ziel optisch in Blick genommen werden. Wenn optische Navigation oder wenn optische Peilung nicht möglich ist, dann muss sich das U-Boot sozusagen auf sein Ohr verlassen. Neben, ich sag mal, den klassischen Navigationsinstrumenten, die man im Grunde genommen auf jeder schwimmenden Einheit findet, also einem Plottisch zur Kartennavigation und einem Radargerät, finden wir im hinteren Teil der Zentrale ziemlich im Dunkeln die akustischen Geräte, also die passive Sonaranalyseanlage, die Velox-Anlage, mit der die Signaturen von schwimmenden Einheiten aufgenommen und analysiert werden und daraus dann Schlüsse auf die taktische Lage geschlossen werden können, mit der passiven Entfernungsmessanlage, die also aufgrund der akustischen Signale die Entfernung zum Ziel aufnimmt. Entsprechende Sensoren befinden sich über den gesamten Bootsrumpf verteilt. Passive Anlagen weisen darauf hin, dass das Boot eben selber keine Strahlung aussenden muss, mit der sich das Boot verraten könnte, sondern einfach nur die Signale, die sich im Wasser befinden, aufnehmen kann. Von hier aus gehen wir den Längsgang weiter nach Achtern, vorbei an der Schalttafel zum Antriebsraum, nicht aber ohne vorher auf einen ganz wichtigen, wenn auch kleinen Bereich zu verweisen. Direkt bei der Operationszentrale, sozusagen auf halbem Weg zwischen Operationszentrale und Wohnbereichen, befindet sich die Kombüse, eine kleine, aber wichtige Kombüse. Viermal am Tag werden hier in See Mahlzeiten zubereitet, morgens, mittags, abends und der sogenannte Mittelwächter zum Wachwechsel. Wir sind am Heck des Bootes angekommen, am Fahrstand. Mit diesem Handrad wird die Geschwindigkeit des Bootes gesteuert, mit dem Knebelgriff darüber die Wellendrehrichtung, also Vorwärts-Rückwärtsfahrt, eingestellt. Gegenüber des Fahrstandes sehen wir die Hauptschalttafel, mit der die verschiedenen, wie gesagt, 3 Batteriezellen zusammengeschaltet werden können. Zu meiner Linken befindet sich das Dieselüberwachungsinstrument, mit dem die Aggregatzustände der beiden im Maschinenraum befindlichen Dieselmotoren überwacht werden können. Dahin nehme ich Sie gleich mit. Wenn Sie mir folgen, werfen Sie noch kurz einen Blick nach rechts in
das spärliche WC mit der Notdusche, die für die 21-köpfige Besatzung in See reichen musste. Die Enge an Bord ist allgegenwärtig. Sie haben es schon gesehen, im Grunde genommen gibt es keine Trennung zwischen Wohnbereichen und Waffensystem. Und das setzt sich eben bis auf die Toilette fort. Direkt neben dem Thron befindet sich die Bullschleuse. Über diese können Täuschkörper ausgestoßen werden. Wir befinden uns jetzt im Maschinenraum des Bootes, im Heck des Bootes. Wir sehen hier in hellgrün die beiden Dieselgeneratoren, Dieselmotoren, die zusammen eine Leistung von 1200 PS erzeugen. Hinter diesen Motoren befinden sich zwei Generatoren, die den Strom erzeugen, mit dem die unter den Flurplatten befindlichen Batterien aufgeladen werden. Aus diesen Batterien zählt der im Heck des Bootes befindliche 1500 PS starke Elektromotor seine Energie, mit dem das Boot angetrieben wird. Bei Überwasserfahrt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Knoten, bei Unterwasserfahrt einer Geschwindigkeit von bis zu 17 Knoten.